So, meine Freunde, ich begrüße Sie von unserem YouTube-Kanal zu diesem Video. Ich und wir zeigen euch jetzt was. Ich habe wieder was bestellt, beziehungsweise ich habe wieder was bekommen. Ein Paket, und was da drinnen ist, möchte ich mit euch jetzt auspacken. Und wenn ich die Zeit finde, dann zeige ich euch mal, wenn ich das ausgepackt habe mit euch, wenn es dunkel ist, danach ein kleines Video, beziehungsweise mache euch ein Video von diesem schönen Teil. Nichtsdestotrotz möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen, und wir packen jetzt dieses Paket, das mir gerade den Stapler, den ihr hier seht, gebracht hat, und das packen wir jetzt aus. So, wie ihr es sehen könnt, ist es wieder eine Lampe, die ich geschickt bekommen habe. Die ist sehr gut verpackt, sogar so gut, dass die Originalverpackung hier eingedrückt ist etwas. Macht aber nichts. Die packen wir jetzt mal aus und zeige sie euch hier nochmal. Ich stelle sie nochmal hier in direkter Form vor die Kamera. Da denke ich, könnt ihr sehen, um was es sich für eine Lampe handelt, welches Modell, die Marke und so weiter. Es ist die Phoenix PD40RV 3.0. Ich kann euch hier, wenn ihr wollt, mal den Vergleich zeigen. Das hier ist die PD40RV 2.0. Die 2.0 sieht so aus. Die habe ich auch schon mittels Drehschalter Teilstand und kann sie hinstellen. Hat eine große LED, 400, um die 70 Meter Reichweite, und die dritte Version, die hat etwas mehr Reichweite, 500 Meter, hat auch eine andere LED, eine LED verbaut in Flachbauweise, eine SFT70, und durch diese Bauweise und die minimalen Änderungen der Bedienung soll diese Taschenlampe 500 Meter weit leuchten für eine kleine Handlampe.
So. Jetzt haben wir hier einmal die Taschenlampe gut verpackt. Sehr gut. Sogar sehr gut verpackt. Hier ist noch was dran. Ah, der Warnhinweis für, dass die Batterie geschützt ist. Da muss man einen Schutz rausmachen. Hier ist etwas Öl oder was dran am Schalter. Ich zeige euch nochmal die Vorgängerversion. Die zeige ich euch auch nochmal. Rechts die neue, die Dreierversion. Und links die Vorgängerversion. Die Vorgängerversion ist circa 4 mm kürzer in der Länge. Da könnt ihr noch mal genau vergleichen. So, jetzt schauen wir mal, was hier noch an Sachen dabei ist oder sind dabei sind, welche Sachen? So, wir haben hier einmal ein Ladekabel USB-C. Dann haben wir hier einmal ein Holster. Ein Holster, um die Taschenlampe reinzumachen. Sehr gut. Das Ladekabel, Holster. Dann haben wir, damit ich nicht lüge, das müssen wir hier noch aufpacken. So, dann haben wir einmal einen Dichtring. Dieser Dichtring ist wahrscheinlich für den Deckel, für die Batterie bzw. für den Akku. Wenn man den Akku wechseln will, am Schraubverschluss ist eine Dichtung und da kann man die wechseln, wenn die mal kaputt ist. Ersatzring. Und wir haben einmal sehr stabil und schön verarbeitet diese Handschlaufe. Die mache ich mir auch an die Taschenlampe, die Handschlaufe. Die ist nämlich unheimlich praktisch. Gerade wenn man wandern geht und macht noch nebenbei Fotos oder diese ganzen Lost Place Geschichte, was ja auch viele von euch, denke ich, machen. Da ist die Handschlaufe unheimlich praktisch. So, dann ist dabei eine Anleitung, habe ich auch so noch nicht gehabt. Und ist dabei eine kleine Zeitschrift mit den Taschenlampen-Neuheiten. Die ist auch dabei. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe jetzt mit euch die Taschenlampe ausgepackt.
Vielleicht mache ich noch ein Video, wo ich die Taschenlampe erkläre, beziehungsweise noch ein bisschen teste im Dunkeln und auch einen Vergleich zur Vorgängerlampe mache. Und das werde ich euch dann im Anschluss hier jetzt noch zeigen bzw. dranhängen, das Video, und wünsche mir auch oder erhoffe mir auch, damit ihr ein Like für meinen YouTube-Kanal bzw. unseren Kanal da lässt und ein Abo, wenn das Video euch gefallen hat. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. So, meine Freunde, ich habe euch ja versprochen, damit ich noch ein Video mache mit der Phoenix PD40RV3. Mit dieser Taschenlampe mache ich noch ein Video, wie sie bei Nacht leuchtet. Und ich bin jetzt hier unterwegs auf einem Weg zu einem Radio-Funkmast, und direkt, wie ihr es auch schon sicher hören könnt, links neben mir ist die Autobahn und rechts neben mir sind Felder. Da kann man wunderbar mit der Taschenlampe leuchten. Und ja, ich werde nicht, definitiv werde ich nicht die 500 Meter auf den Meter genau messen oder die ganzen einzelnen Daten ganz genau nachprüfen, ob sie stimmen. Ich werde hier, also in diesem Fall werde ich ein Video machen, in dem ich praktischerweise die Taschenlampe bei Nacht benutze und werde euch zeigen, wie weit sie ungefähr leuchtet, was ihr ausleuchten könnt vom Radius. Dann seht ihr auch ungefähr die Lichtfarbe. Ihr braucht euch auch nicht wundern, ich habe noch eine Phoenix C7 dabei. Da kann ich Vergleiche ziehen. Mit der mache ich auch aktuell gerade Licht, damit ich den Weg sehe, wo ich hinlaufe. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich schwenke mal die Kamera herum. Hier ist die Taschenlampe zu sehen in der Stufe 2 von meiner Phoenix C7. Ich bin nicht alleine hier und zeige euch hier. Ihr könnt auch sehen, wir haben zwei Taschenlampen, mein Kumpel. Und hier meine Taschenlampe, die C7 aktuell, die noch leuchtet. Das ist vollste Stufe. Das ist die schwächste Stufe, also Stufe 1. Stufe 2. Stufe 3 und Stufe 4. Hier hinten kann man ganz leicht sehen, dass damit hier ein Windrad steht. Aber das ist jetzt aktuell die Taschenlampe, die ich benutze. Das ist noch eine Stufe höher im Turbo-Modus. Das ist die fünfte Stufe und hier, da seht ihr es, ein Windrad. Das ist so die Phoenix C7, die ich aktuell anhabe zum Laufen. Und jetzt zeige ich euch gleich die besagte PD40RV3. Da können wir mal gucken, da sind ja die Autobahn. Und da hinten ist ja der Funkturm, der Radioturm. Mein Kumpel macht gerade ein paar Fotos vom Funkturm noch. Und genau, jetzt zeige ich euch mal die Taschenlampe und guck mal, wie weit die leuchten kann. So, wir müssen jetzt die Location wechseln. Da hier hinten am Funkturm, am Radioturm, steht schon mal Licht da, nicht so hell.
Hinter am Radioturm oder Funkturm, wie man es nennen mag, steht ein Auto. Da waren da irgendwelche komische Geräusche von Jugendlichen und so. Und ich habe jetzt keine Lust, ein Video zu machen oder einen Taschenlampetest zu machen, dass sich irgendjemand gestört fühlt und dann noch kommt und die GR macht. Wie gesagt, jetzt müssen wir die Location wechseln, dann müssen wir auf die andere Seite gehen. Auf der anderen Seite, wo das Erdbeerland ist bei uns, da hat man auch noch eine kleine Sicht oder eine gute Sicht auf die Stadt. Vielleicht ist die Taschenlampe hier so hell, dass ich dann der Stadt noch ein bisschen Licht machen kann. Ich habe es auch extra noch nicht auch gemacht, weil ich will mit vollem Akku den Test machen, beziehungsweise mit vollem Akku die Lampe einschalten und euch zeige, was die ausleuchtet und wie stark die ist und so. Und vielleicht ist hier der andere dabei und kauft die dann auch. Oder hat Interesse drauf. Kann ja sein. Auf jeden Fall, ich mache auch nicht jetzt hundertprozentiger Test und so. Ich zeige euch einfach, die Lichtfarbe ist und so, dass jetzt wieder die C7 wo ist. Da müssen wir jetzt auf die andere Seite laufen. Es ist wie immer, wenn man nachts im Dunkeln und spät abends unterwegs ist. Also es ist wie immer spannend. Man hört da immer Geräusche und alles. Man muss gucken, wie man sich mit dem Auge konzentriert, dass man nicht so schnell paranoid wird und alles. Auf jeden Fall, ich habe gerade hintergeleuchtet und da muss irgendwas stehen. Kennzeichen hat man gesehen, reflektiere. Und deswegen, wir haben da jetzt auch nicht großartig Lust drauf auf Konfrontationen und so mit anderen. Ne? So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das ist das Licht von der C7. Obwohl es um die gar nicht geht in dem Video. Ich habe ja gesagt, ich mache es von der anderen Taschenlampe mit dem Drehschalter. Stehen auch Autos und Sachen rum. Da könnt ihr gucken, ihr wisst die Autobahn, wo ich jetzt hier geschwenkt habe. Ich habe sogar das Autobahnschild mit drauf, weil der Kreis einfach zu groß ist. Das habe ich so dunkler gemacht. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. So, da ist sie jetzt. Jetzt zeige ich euch noch, wie es leuchtet, wie weit. Die 4 Stufen, dann SOS und Stroppe. So, das ist Stufe 1 vom eigentlichen Test. Stufe 1 ist so die Helligkeit, wenn ich direkt vor mir circa einen Meter drauf leuchte. Ist das die Helligkeit. Die Entfernung, wenn ich sie so auf Kopfhöhe halte, leuchte nur hin, ist das so die Entfernung, was sie macht. Das ist schon Stufe 2. So, ein Meter vor mir, die Helligkeit. Ah, der Durchmesser von Stufe 2. Jetzt halte ich sie wieder auf Kopfhöhe. Bei Kopfhöhe ist das doch so der Radius. Oder die Entfernung, was sie macht. Stufe 3, das ist die Stufe 3, also einen Meter vor mir. Sieht man schön die Lichtfarbe von dem Feld, was da angepflanzt wurde. Und wenn ich so auf Kopfhöhe halte, ins Feld hinaus, man sieht da von links den Strahl, den Lichtstrahl. Ich mache einen schönen runden Kreis, also Punkt ohne Kreis für die Weite und für die Nahbereich bzw. die Breite. Der ist wunderbar, der Fokuskreis. Läuft wunderbar aus. Da mache ich eigentlich jetzt Stufe 4. Das ist so einen Meter vor mir, der Bereich. Die ist schon deutlich heller. Kamera muss zurückregeln. Wenn ich die jetzt auf Kopfhöhe halte, leuchtet nur hin. Es ist viel Nebel und so, also es ist nebelig, da sieht man es. Ich kann sie auch hochhalten.
Man sieht sogar im Strahl, Lichtstrahl, sieht man sogar so leicht der Nieselregen. Gucken wir euch das mal an, was die Strahl macht, wie weit der Strahl geht. Wie gesagt, 500 Meter weit soll die gehen. Das ist also kein Spielzeug. Und die wird da warm. Wundern euch nicht, die wird ziemlich heiß. Ziemlich. Ich kann jetzt auch mal doof den Weg leuchten. Das ist zwar die Autobahn, da muss ich aufpassen. Da hinten stehen noch irgendwelche Autos mit irgendwelchen Leuten. Die wollen wir jetzt nicht ärgern. Wie gesagt, das ist besagt die und große Location. Da sind wir oft zur Fotografie unterwegs oder für so gewisse Tests. Wenn ich jetzt noch eine Stufe weitermache, dann kommt der SOS. Dann das Stroboskop. Aber das Stroboskop mache ich jetzt nicht so lange unter SOS. Das ist jetzt die schwächste Stufe. So, das war jetzt der Taschenlampe-Test. Wir hören ja schon wieder Geräusche von irgendwelchen anderen Leuten. Ich würde sagen, dass die jetzt mal auf die schwächste Stufe und dann gehen wir mal weiter zurück ans Auto und gucken mal. So, das ist jetzt wieder die Helligkeitsstufe. Reicht vollkommen. Wird schon warm, aber nicht heiß. Also normal, handwarm. Reicht vollkommen. Da unten ist die Straße, da steht da das Auto, die Karre, wo wir geparkt haben auf der anderen Seite. Zum Laufen reicht es vollkommen. Wenn man wandern geht oder Lost Place macht oder so Geschichte, die kann man hinstellen, alles. Also wie gesagt, das reicht dicke. Kann sein, dass du jetzt bald auch eine kleine Autosgefahr kommen auf der Straße. Du musst die Lampe ausmachen. Da sieht man sie. So, jetzt sind wir zurück am Auto. Wir haben auch Leute gehört, aber wir machen jetzt den Abflug und dampfen jetzt ab. Ich bedanke mich für das Video, fürs Zuschauen und mache die Lampe jetzt aus. Und tschüss, gute Nacht. So, da leuchte ich euch nochmal das Feld aus. Wenn ich auch schon tschüss gesagt habe, da könnt ihr nochmal gucken, wie der Rand ist. Der Rand hat so ganz leichte, so ganz leicht die Lippe, wo man sieht am Rand vom Fokuspunkt. Ist jetzt mit voller Power. Also hell genug macht das Ding schon. Da kommt ein richtiges, kann man sagen, fast schon von der LED Laserschwert raus. Ein richtiges Laserschwert, voll der Strahl, der Beam. Also wir haben uns da gerade weit und nochmal unter Hall. Das ist jetzt voll die Stufe, die leuchtet jetzt da hinten bis an den Baum, aber gucken wir durch den Nebel kann man es eh nicht so gut sehen. Also manchmal ist eine Taschenlampe, wo schwächer ist, besser. Gut, es kommt halt auch darauf an, wie ich sie jetzt halte, ne? Wer im Nebel und wer die Kamera und allem und Gedöns, hast du nicht gesehen, ne? Kommt es halt auch darauf an. Aber die soll 500 Meter weit leuchten knapp. Und das sind vielleicht 200 Meter, also die Testbedingungen, was die da haben, die müssen schon ganz schön stramm sein. Wahrscheinlich haben die bei 500 Meter wahrscheinlich einen Reflektor hingestellt oder so. Da sieht man im Vergleich ein Autolicht und die Taschenlampe. War mal gut zu sehen, wenn es nur so ein bisschen gesehen ist. Was ist das für eine Lampe, was du auch hast? Die E28, oder? E28R ist die Klee. Genau, er hat die E28R, hat er da noch. Und wenn wir die auch machen, also ich finde die ist angenehmer. Wenn ich jetzt meine ausmache,
Aha, der nächste hochgefahren. Der nächste, der mich ist fast ja. Hoch. Die fahren also hoch, die Autos. Ich habe mich ein bisschen gerade erschrocken, weil du das Auto hochgefahren mit vollem Carraro. Die holen sich in McDonalds alles das Zeug und essen es da oben und unten rumpimpere oder so. Und lassen den ganzen Dreck liegen. Ja, auf jeden Fall, wenn ich jetzt die Ausmaß hat, vorhin hat er die E28 auch gehabt und ich fand, das war angenehmer. Das war im Nahbereich angenehmer. Fand ich jetzt so. Aber wie gesagt, das kann ich. Das ist halt Geschmackssache, ne? Sag ich jetzt mal so. Jeder hat ein anderes Empfinden. Ich habe ja Brille auf und so, mit bisschen Stärke und reflektiert sowieso alles. 35, die E35, ja. Das, was er jetzt anhat, mein Kumpel, das ist die E35, Da hat die 28 und die 35 hat er da. Was ist denn das für Stufe? 1. Das ist die Stufe 1. Die 35 R Stufe 1. Und. Was? Es geht bis da vorne an und lang vorkommen. Ja, es geht bis zu dem ersten Bäumchen. Also schön zum Wanderer und so ist die E35 oder 28 R, die ist schon sehr gut, wenn man zeltet und wandert. Vor allen Dingen, er hat jetzt ja die Stufe 3 auch gehabt und die. Oder wie viel Stunden reicht die? Die kleine 28R reicht bei erster Stufe bis zu 72 Stunden. Also bei erster Stufe bis zu 72 Stunden Licht, wenn der Akku voll ist. Bei der E28R. Und das ist schon eine Hausnummer. Was ist das für eine? Das ist die große P40. Ah, das ist die PD40R. Mit dem Drehschalter, die normal, gell? Die normal, oder? Ist das die 2R? Die V2. Die V2. Die V2 ist es. Genau, die macht. Genau, die müssen. Das wäre jetzt der direkte Vergleich. Ich habe ja die PD40, wo ich schon lange habe. Die V2. Genau, die macht halt das Licht. Es ist okay, aber es ist. Ich finde die Anne, die 28 und die 35 die E finde ich. Angenehmer im Auge. Also für Camping und so ist die besser. Aber wenn du wirklich Lost Place machst oder so diese Dinger da machst, Sicherheitsdienst und so, und du musst auch mal kurzzeitig auf Distanz leuchten, ist die 40 ist einfach besser. Der einzige Unterschied ist halt, ich glaube, die 40 V2 hat noch eine normale und die 3er, gell, die hast du gelesen, die hat schon eine neue LED. Ja, laut Internet. Ja gut, aber ob das jetzt wirklich so ein marginaler Unterschied ist mit der neuen LED und so zwischen V2 und V3, das ist... V3 und beide 3000 Lumen. Ja, das wollte ich gerade sagen, die haben beide 3000 Lumen, ob das so ein großer Unterschied macht, die LED und das bisschen mehr Reichweite zwischen V3 und V2, das ist halt, wie gesagt, kann ich schlecht nachvollziehen, ob es so einen Unterschied macht. Es ist halt so für Lost Place und so Gedöns, kann man auch zum Wanderer gut nehmen, ist es halt eine Taschenlampe, wo an eher so der Profi gerichtet ist, sag ich mal. Die hat einen Teilstand, Drehschalter, der nicht aus Versehen ausgeht oder der Modus wechselt. Da gar nichts. Das ist vollkommen, also ich finde, das ist vollkommen in Ordnung, aber wie gesagt, bei manchen Situationen ist es halt zu hell im Nahbereich. Aber das ist halt für Distanz ist das die Lampe.